Falls das Schiff auf Malta anlege, wäre Frankreich bereit, ein Team zu schicken, um Asylanträge von Migranten an Bord zu bearbeiten. Kurz vor dem Durchbruch hatte Malta noch erwägt, Ermittlungen gegen den Kapitän des Rettungsschiffes aufzunehmen. Dieser habe bei der Rettung der Migranten vergangene Woche Anweisungen der italienischen Behörden ignoriert, die Bergung der Migranten der libyschen Küstenwache zu überlassen, teilte die Regierung in Valletta mit. Zudem werde daran gearbeitet, eine weitere Eskalation zu einer humanitären Krise zu vermeiden, indem man Verantwortung mit einigen gewillten EU-Staaten teile. Die libysche Küstenwache habe auf ihre Anfrage für eine Rettung nicht reagiert, während die Menschen in Seenot gewesen seien, sagte Ruben Neugebauer, Sprecher der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch, die Mission Lifeline bei der Pressearbeit unterstützt. D. Das Flüchtlingsschiff Lifeline der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline darf nach Aussagen der italienischen Regierung in Malta anlegen. Italien wolle Flüchtlinge von dem Schiff aufnehmen, erklärt Ministerpräsident Conte, allerdings nur einen Teil. Nach einer tagelangen Hängepartie im Mittelmeer darf das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline laut der italienischen Regierung Malta anlaufen. Das Schiff der NGO Lifeline wird in Malta anlegen, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte nach einem Telefonat mit dem maltesischen Premierminister Joseph Muscat. Etwa 230 Migranten und 17 deutsche Besatzungsmitglieder harren seit Donnerstag auf dem Schiff Lifeline der Dresdner Organisation im Meer vor Malta aus. Italien werde einen Teil der an Bord befindlichen Migranten übernehmen, sagte Conte. Und er hoffe, dass andere EU-Länder sich auch dazu bereit erklären werden. Rom hatte sich zuvor geweigert, das Schiff an einem italienischen Hafen anlegen zu lassen, ebenso weigerte sich Spanien. Malta hatte zuvor erklärt, es liefen Diskussionen, ob die Lifeline in Malta anlegen dürfe, allerdings nur unter der Bedingung, dass die Migranten dann auf EU-Länder verteilt würden. Frankreichs Regierungssprecher hatte zuvor mitgeteilt, dass sich eine Lösung abzeichne. Nun würden Maßnahmen ausgelotet, die mit Blick auf die Taten des Schiffes unternommen werden können. Mission Lifeline sieht sich allerdings im Recht. Sie steuerten jetzt in Richtung Frankreich nach Marseille. Quelle, NTV. Gleichzeitig wird die Luft für die NGOs immer dünner. Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterrane gaben bekannt, dass Malta ihrem Rettungsschiff Aquarius die Einfahrt in den Hafen von Valletta für einen Besatzungswechsel verboten habe. Dieses Hin und Her hält uns wegen eines einfachen Portcalls für einen längeren Zeitraum aus dem Rettungsgebiet fern, twitterte SOS Mediterrane.